In Gaza hat die Hamas zwei weitere Geiseln freigelassen und Israels Armee drängt die Regierung zur Bodenoffensive. Solidaritätsbesuch. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Israel. Gazas Krankenhäuser sind überlastet. Der Alltag der Mediziner bei ständigen Angriffen. Kämpfe um Avdijewka in der Ukraine. Russland versucht, ukrainische Truppen einzukesseln. Nach den Wahlen. Polens langer Weg zu einer neuen Regierung. Die Hamas hat zwei weitere der mehr als 200 Geiseln freigelassen. Ägypten und Katar hatten die Freilassung einer 85-Jährigen und einer 79-Jährigen vermittelt. In der vergangenen Woche waren zwei verschleppte US-Amerikanerinnen, eine Mutter und ihre Tochter, freigekommen. Für die USA ist die Freilassung aller Geiseln eine Bedingung für Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Israels Armee übt derweil Druck auf Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aus, um die große Bodenoffensive in Gaza zu starten. Um den Einmarsch der Truppen vorzubereiten, fliegt Israels Luftwaffe noch mehr Bombenangriffe als in den beiden Wochen zuvor. Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 5.000 Menschen getötet und mehr als 15.000 verletzt. An der zweiten Front an Israels Grenze zu Libanon rennen die Menschen in Kiryat Shmona mehrmals täglich in die Schutzräume. Die israelische Armee hat die Hisbollah gewarnt, dass deren Beschuss Libanon in einen Krieg ziehen könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mehr als zwei Wochen nach Kriegsbeginn zu einem Besuch in Israel. Er trifft Familien französischer und französisch-israelischer Staatsangehöriger, die bei dem Hamas-Angriff getötet wurden oder im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden. Die Zahl der getöteten französischen StaatsbürgerInnen wurde zuletzt mit 30 angegeben. Mindestens 1400 Menschen, meist Zivilisten, wurden von den Terroristen erschossen, verstümmelt oder verbrannt, wie israelische Behörden mitteilten. Geplant sind Gespräche mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sowie Präsident Isaac Herzog, bei denen es um Möglichkeiten der Deeskalation und humanitäre Fragen gehen soll. Die Europäische Union spricht sich für eine humanitäre Pause im Nahostkonflikt aus, ruft aber nicht zu einem Waffenstillstand auf. Das ist das Ergebnis der Beratungen der EU-Außenminister am Montag in Luxemburg. Zugleich äußerten die Teilnehmer Unterstützung für Israel im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. As a person who would be against a ceasefire. Ceasefire means no one gets killed that day. But we have to think about what the goals are. And for Israel, and I think for the Western world, the goal would be to go after Hamas, the terrorist organization which has been terrorizing Israel for very many years. There is a terrorist organization controlling Gaza, sending rockets every day, perpetrated a barbarous attack on Israel territory. So the question is how such a ceasefire should be established. It needs to be established on both sides. Since it's valid, and I hope that no one is not understanding that Israel has a right for self-defense. Die offizielle Position der EU verweist auf das Recht Israels auf Selbstverteidigung unter Einhaltung des humanitären Völkerrechts.
Aber warum ruft die EU nicht wie die UNO zu einem Waffenstillstand auf? Wie dieser Analyst meint, ist es kein großer Widerspruch zwischen der Unterstützung des Rechts Israels auf Selbstverteidigung einerseits und der Einhaltung des humanitären Völkerrechts und dem Schutz der Zivilbevölkerung andererseits. A call for a ceasefire would essentially be telling the Israelis stop. And there are a number of people, leaders within the EU, that don't agree with that. They would want to see Israel given the chance, given the opportunity to, as they put it, eradicate the extremist elements in Gaza. I don't think that they will. But nevertheless, that's another story. That's a military discussion to be had. Allgemein hofft die EU, dass ein neuer Friedensprozess in der Region wieder in Angriff genommen werden kann. Medizinerinnen und Mediziner, die im Gazastreifen arbeiten, stehen im Krieg zwischen Israel und der Hamas an vorderster Front. Sie müssen nicht nur mit den ständigen Bombardements zurechtkommen, sondern auch mit Stromausfällen und Engpässen bei der medizinischen Versorgung. اغلب الحالات اللي بتيجي صراحه بيكون وضعها صعب على يعني قريبه من الموت اغلبهم بيجي مع الاسف اطفال بيبقوا مبتورين اطرافهم او كل جسمهم مليان شظايا للاسف اليوم ما فيش اي طاقه استيعابيه وصلنا لدرجه انه نحن يعني نختار مين يعيش ومين يموت حسب درجه الحاله. Auch das medizinische Personal lebt in ständiger Angst um seine Angehörigen, die jederzeit unter den Opfern sein könnten. التوتر اكيد موجود يعني اكيد الواحد بكون متوتر وبخاف يكون في حدا من اهله موجود في القصف هذا تمام صارت بعض الاطباء لقوا اهليهم من ضمن الشهداء اللي جايين والجرحى طبعا ان شاء الله هذا شعور الله لا يكتبه احد انت تكون رايح تستقبل حدا تلاقي اهلك من بينهم شعور صعب جدا الصراحه. Die Krankenhäuser in Gaza hatten in der Vergangenheit schon häufig mit den Folgen von Luftangriffen zu kämpfen. Doch noch nie waren sie so intensiv und wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende wie heute. Riesige Verluste der eigenen Truppen halten die russische Armee bei den Kämpfen um Avdijewka in Donetsk nicht auf. Russland versucht mit allen Mitteln, die Streitkräfte der Ukraine einzukesseln. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj wirbt weiter für Unterstützung seines Landes. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день. Провів ставку. Питання по суті єдине. Ситуація на всіх наших напрямках. Фронт. Авдіївка. Особливо вдячна воїнам на цьому напрямку. Стійкість там – засила для всієї України зараз. Мар'їнка, інші донецькі напрямки, Лиман, Куп'янськ. Дякую, воїни. Am Sonntag wurden bei Luftangriffen in Avdijewka 3 Menschen getötet. Wohnhäuser sind zerstört und es gibt keine Geschäfte und keine Versorgung mehr. Doch trotz der täglichen Angriffe leben noch mehr als 1500 Menschen in der Stadt. Sie erhalten humanitäre Hilfe von Freiwilligen. Zuvor hatte eine russische Rakete in einem Postdepot in der Nähe von Kharkiv 6 Menschen getötet und 17 weitere verletzt. Nach den Wahlen in Polen haben gleich mehrere Parteien den Wahlsieg gefeiert. Die Regierungspartei PiS erzielte das beste Ergebnis. Ein Bündnis aus 3 Parteien erreicht jedoch zusammen die Mehrheit im Parlament. Mit einer schnellen Regierungsbildung ist nicht zu rechnen. Bo mamy jeszcze przecież tą kwestię prezydenta, który no wiadomo, że został przecież popierany przez naszą formację i na pewno wiele z rozwiązań, które w tej chwili zapowiada opozycja, no będzie wetowanych przez prezydenta. Ta opozycja nie ma możliwości odrzucenia weta prezydenckie przy tak dużej reprezentacji, jaką posiadamy w parlamencie, więc to wszystko pan prezydent powinien brać pod uwagę. I mam nadzieję, że po tych rozmowach powierzy nam tworzenie rządu,
jesteśmy największą formacją, która wygrała te wybory. Nie można nas pozbawiać tej możliwości stworzenia rządu. Nie powiem, że to jest łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Die oppositionelle Koalition versucht, Präsident Duda zu überzeugen, nicht etwa der stärksten Partei, sondern ihr den Auftrag zur Regierungsbildung zu geben, da sie die Mehrheit im Parlament hat. Powstanie nowa koalicja rządowa składająca się z tych trzech podmiotów, czyli Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, i to będzie dobra propozycja dla Polaków. To będzie odpowiedź na decyzję wyborców z 15 października, którzy jasno powiedzieli, że chcą w Polsce zmian, powstania nowego rządu, i także pan prezydent w swoim postępowaniu, w swoich kolejnych krokach powinien uwzględnić wolę Polaków. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass Präsident Duda die PiS aufgrund seiner Nähe zur Partei mit der Regierungsbildung beauftragt. This prime minister will most likely be Prime Minister Mateusz Morawiecki. Now, he will not be able to form a government because despite coming in first and gaining the greatest number of seats, PIS will not be able to have a majority. In a next step, parliamentarians from this new parliament will be able to appoint an alternative prime minister, and that will most likely be Donald Tusk, who will lead the new coalition. And the transfer of power and the appointment of a new government will happen in December. During 2 days of consultations with representatives of political formations, the Polish president will ask each of them whether they see a chance of obtaining a parliamentary majority. Although for many the answer seems to be clear, politicians do not want to lose hope until the end. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.